Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute zur About Heaven Osternacht, der etwas anderen Osternacht. Wir laden Sie ein, am Osterfest ein kleines Stückchen Himmel zu entdecken. Wir feiern, Jesus ist vom Tod erstanden und in ein neues Leben übergegangen. So leben auch wir in der Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Wir leben in der Hoffnung, dass auch unser Leben gewandelt wird. Gott, wir bitten dich, segne dieses Feuer, das die Nacht erhält. Und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. In unseren Kirchen in Altbach und Deizisau waren die Kirchenbesucher eingeladen, ihre Wut aufzuschreiben und in das Osterfeuer, in das Holz des Osterfeuers zu legen. Und auch an einer Gebetswand konnten Klagen und Bitten vor Gott gebracht werden. Diese Wut, die Bitten und die Klagen übergeben wir Gott im Osterfeuer, in der Hoffnung auf Wandlung unseres Lebens. Hören wir, was in der Bibel über das Osterwunder geschrieben steht. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Als Zeichen für den auferstandenen Christus entzünden wir die Osterkerze am Osterfeuer. Christus gestern, Christus heute, Alpha und Omega, sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Dieses Licht erfülle unsere Dunkelheit, es schenke uns Hoffnung und Freude.
Das ist ja echt krass. Wie kann es so etwas geben? Auferstehung von den Toten? Ist das nicht eine fromme Geschichte aus einer fernen, längst vergangenen Zeit? Ja, mir fällt es auch schwer, das zu glauben. Wir heutzutage halten uns eher an harte Fakten, naturwissenschaftliche Beweise und den technischen Fortschritt. Die Ostererzählung passt so gar nicht in unser modernes Weltbild. Und doch ist die Vorstellung, dass alles so geschehen und wahr sein könnte, aufregend und faszinierend. Hören wir, wie es mit den Jüngern weitergeht. Am selben Tag machten sich zwei Jünger, Freunde Jesu, traurig und enttäuscht auf den Weg in ihr Heimatdorf Emmaus. Traurig gingen sie nebeneinander her und unterhielten sich miteinander. Nun ist alles vorbei, klagte der eine. Jesus ist tot, aber wir hatten gehofft, dass er unser König wird. Ja, fiel der andere ein. Warum musste Jesus nur sterben? Wir werden es nie begreifen. Die Wünsche und Hoffnungen der Jünger sind zerschlagen. Geht es uns nicht oft genauso? Jetzt sind wir schon in der dritten Welle. Wir halten uns doch an die Maßnahmen, haben alle unsere Kontakte eingeschränkt und trotzdem steigen die Infektionszahlen. So langsam habe ich keine Lust mehr. Wo soll das nur hinführen, wenn ich immer wieder meinen Laden schließen muss? Ich weiß wirklich nicht, wie es die nächsten Monate weitergehen soll. Wird es nicht bald besser, muss ich wohl wieder zwei gute Mitarbeiter entlassen. Und die haben beide auch noch Familie. Das macht mich richtig krank. Lasst uns beten. Gott, hier stehen wir und können deine Botschaft noch nicht begreifen. Wir bitten dich für alle Menschen und uns selbst. Sei bei allen, die von Verzweiflung gequält sind, die keinen Ausweg mehr wissen. Leite und führe uns, schenke Hoffnung gegen die Angst.
Du bist es, der uns gezeigt hat, dass Wunder möglich sind. Amen. Hören wir, wie es weitergeht. Als sie so redeten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Erst bemerkten sie ihn gar nicht. So sehr waren sie in ihr Gespräch vertieft. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Doch der Fremde sprach sie an. Von wem redet ihr? Warum seid ihr so traurig? Die beiden blieben stehen und sahen den Fremden erstaunt an. Wie? Fragten sie ihn. Du weißt nicht, was in Jerusalem geschehen ist? Was denn? Fragte der Fremde. Da fingen die beiden an zu erzählen. Kennst du Jesus von Nazareth? Er wurde getötet und ans Kreuz gehängt, wie ein Verbrecher. Er hat nur Gutes getan. Und wir hatten gehofft, er sei der Retter und werde unserem Volk helfen. Doch nun ist er tot, schon den dritten Tag. Aber stell dir vor, heute Morgen kamen Frauen, die sagten uns, Jesus lebt, sein Grab ist leer. Doch wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Ach ihr, warum wollt ihr nicht glauben, was doch schon die Propheten vorausgesagt haben? Musste es nicht so geschehen? Wenn Jesus der Retter ist, musste er dann nicht leiden und sterben und auferstehen? Und er erklärte ihnen alles, was in den heiligen Schriften über den Retter stand. Die beiden hörten aufmerksam zu, wie lebendig der Fremde die Schriften auslegte. Ganz anders als ihre Gelehrten. So etwas hatten sie noch nie gehört. Wer konnte dieser Fremde nur sein? Es tut gut, wenn jemand da ist, der mit mir über ein Problem spricht. Das hilft mir, es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, die Perspektive zu wechseln. Manchmal kann ich dann sogar einen Sinn darin erkennen, der mir vorher gar nicht klar war. Ja, und es tut einfach gut, mit jemandem zu reden, der sich ehrlich für mich interessiert, damit ich nicht allein mit dem, was mich beschäftigt, bin. Es ist wirklich so wichtig, in schwierigen Situationen nicht allein zu sein, jemanden zu haben, der mitgeht, den Weg, die Sorgen und die Themen mit mir teilt. Das ist echte Begleitung in einem umfassenden Sinn. Auch wenn ich noch nicht alles verstehe, fühle ich mich nicht mehr allein. Father God, I want
Es war schon spät, als sie endlich in Emmaus ankamen. Die Sonne ging bereits unter. Da nahm der Fremde Abschied und wollte weiterziehen. Aber die beiden drängten ihn und luden ihn ein. Zieh bitte nicht weiter, bleibe bei uns, denn bald wird es Nacht. Da ging der Fremde mit ihnen ins Haus und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Wenn ich etwas Schönes erlebe, möchte ich gerne, dass es nicht aufhört. Ich will, dass es weitergeht. Ja, stimmt. Manchmal wünsche ich mir das auch und sage dann zu meiner Freundin, bleib doch noch ein bisschen. Der Fremde ist geblieben. Die Bitte der beiden Männer wurde erhört. Es wird heller in ihren Herzen. So dürfen auch wir unsere Bitten an Jesus wenden. Beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es und gab es den beiden. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Mit einem Mal begriffen sie, wer da bei ihnen saß. Jesus war es, ihr Retter und Herr. Leibhaftig saß er vor ihnen. Er lebte. Jesus, wollten sie rufen, du bist es wirklich? Aber da war Jesus nicht mehr zu sehen. Die Freunde sahen sich betroffen an. Wie ist das nur möglich? Fragten sie sich. Den ganzen Weg ging Jesus mit uns, aber wir haben ihn nicht erkannt. Und doch, wie ging uns das Herz auf, als er mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Manchmal wird mir erst, wenn ich zurückschaue, klar, was sich wirklich ereignet hat. Ich merke erst später, dass ich Schritt für Schritt aus einer Krise gekommen bin und mir ungeahnte Kräfte zugewachsen sind, die ich nie für möglich gehalten hätte.
Auferstehung ist nicht begreifbar. Und doch geht mir in manchen Situationen das Herz auf. Ich fühle Hoffnung, Zuversicht und Freude in Situationen, die zuvor ausweglos erschienen. Als Christin denke ich manchmal, dass mir in anderen Menschen, die mich innerlich im guten Sinne anrühren, Jesus selbst begegnet. In der Situation selbst merke ich es meist nicht, aber im Nachhinein denke ich, dass es so war. Ich möchte glauben können, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass sich alles zum Guten wendet. Wie oft durfte ich das schon erfahren? Du auch? Da hielt es sie nicht mehr in ihrem Haus. Schnell standen sie auf und liefen noch am selben Abend nach Jerusalem zurück. Dort eilten sie zu dem Haus, wo die Jünger versammelt waren, klopften an die Tür und riefen: Macht auf! Wir sind es, die Freunde aus Emmaus. Wir haben gute Nachricht für euch. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und sie erzählten voll Freude, was sie auf dem Weg erlebt hatten, und in ihrem Haus, als Jesus das Brot für sie gebrochen hatte. Freude kann ich schwer für mich behalten. Ja, sie muss raus. Frohe Ostern! Fassen Sie mit der Hand vor sich in die Ablage. Oben klebt etwas. Machen Sie es vorsichtig ab. Und nun
lachen sie sich gegenseitig zu. Wir wünschen euch und Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Mögen Sie die Hoffnung und die Freude der Auferstehung hier und da in Ihrem Leben entdecken. Halten Sie die Augen offen für die Wunder Gottes. Für den Segen lade ich Sie ein, die Hände empfangen zu öffnen. So, als würde der Segen von oben in die Hände fallen. Gott segne dich, damit du singen kannst, wenn dir das Herz schwer ist. Damit du sehen kannst, auch wenn Tränen deine Augen verschleiern. Damit dein Mund reden kann, auch wenn dir das Wort im Hals stecken bleibt. Damit du Gutes tun kannst, auch wenn deine Hände und Füße schmerzen. Gott segne dich, denn er schafft Veränderungen. Veränderungen, die du nicht mal ahnst. Du kannst wieder singen und dir wird leicht ums Herz. Deine Tränen trocknen und dein Mund kann Gottes Lob singen und trösten. Deine Hände und Füße tun, was der Tag von dir fordert. Und so segne uns der Gott des Neuanfangs, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
ist nicht hier. Halleluja, sieht, was Gott getan. Schau doch hin und sieh, das Grab ist leer. Halleluja, singt, wer singen kann. Auferstanden ist der Herr. Warum bleibst du noch im Dunkeln stehen? Schau doch hin und sieh, das Grab ist leer. Lass dein Herz das Licht von Ostern sehen. Er lebt, er ist nicht hier. Halleluja, sieht, was Gott getan. Schau doch hin und sieh, das Grab ist leer. Halleluja, singt, wer singen kann. Auferstanden ist der Herr. Warum siehst du noch so traurig aus? Schau doch hin und sieh, das Grab ist leer. Geh und ruf die Nachricht laut hinaus. Er lebt, er lebt. Schau doch hin und seht, das Grab ist leer. Halleluja, singt, wer singen kann. Auferstanden ist der Herr.